Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Jump World mit der neuen Map. Es ist wieder ein großer Raum. Wieder dabei sind Osaf, Wintercracker und Zombie. Und das heißt Maudados Katzenpraxis von Let's Kami. Und ich bin sehr gespannt, was mich darin erwartet. Ein noch lauchigerer Maudado. Guck mal, Zombie bricht da durch die Wand. Der verwendet wieder nicht die Tür. Zombie will bestimmt meine Katze klauen. Vor allem Zombie hat nur geklopft, guck mal. Und er hat direkt die Wand kaputt gehauen. Ich glaube mal, Maudados Praxis ist irgendwie nicht so ganz safe, habe ich das Gefühl. Wieder Pappmaché-Wände genommen. Ja, überall spart Maudado, ne? Hi, überall. Hier geht's los, viel Spaß. Alle YouTube Schnurkätzchen. Für Maudado und Zombie. Was ist denn da passiert? Böse Katze, Alter. Hat die Katze die Wand kaputt gemacht? Nee, das war Zombie mit seinem Klopfen. Leute, ich habe schon viel erwartet. Es hätte auch sein können, dass ich hier eine Katze aufschneide und darin rumspringen muss. Wenn wären es Ziegen gewesen. Der alte Ziegenhasser hier. Zack. Ich habe mit Stardew Valley auch immer Angst um meine Ziegen, dass Maudado irgendwann mal vorbeikommt. Ist einer deiner Tiere, Maudado? Das ist ein Checkpoint. Osaft eigentlich? Was ist? Heißt einer deiner Tiere, Maudado? Ja, also wir haben einmal Waudado, glaube ich. Das ist meine Katze. Okay. Hä? Warum Waudado? Weil ich dachte, Leute, wenn man Waudado hört, denkt man erstmal an einen Hund, aber dabei ist es eine Katze. Miau steht hier. Ach, wir warten lieber mal. Ja, diese haben Miau schon angefangen. Würde aber auch gut passen. Ja, aber Miaudado ist halt, da denkt man direkt an eine Katze. So würde ich meinen Hund dann nennen. Zombie, ich komme, Maudado. Du hast echt die Wand kaputt gemacht. Und was ist für eine Killerkatze mit. Hey, schau doch mal, was du mit der armen Katze da vorne machen willst. Du willst sie wegwerfen. Nein, ich hab die gerade vom Schrank geholt. Und was mache ich mit der? Vielleicht kratzt die mich auch gerade. Also Wintercracker, ich frage mich eher viel mehr, warum Maudado das in seiner Praxis ist. Ja, genau, Maudado, ey. Was ist das? Also Maudado, meine Katze gebe ich dir nicht, ne? Ja, meine gebe ich dir aber auch nicht, Maudado. Warum nicht? Leute, ich habe einen Doktor in Medizin. Das glaube ich aber nicht, Maudado. Ja, aber Maudado nicht in richtiger Medizin, sondern nur in Tiermedizin. Hey, immer diese blöden Vorurteile, weißt du? Immer wird man diskriminiert. Hier geht man auf eine Party für Ärzte und schon kommen wieder alle an. Wollt ihr auf Ursaft warten? Wo ist er denn? Ich hab gedacht, er wäre vor mir. Bei der Uhr da hinten. Bin hier ganz hinten. Hallo, wie komme ich hier weiter? Du musst einfach da unten auf. Einfach nach unten. Wasser. In den grünen Becken-Ding. Das war aber close. Dann auf den Checkpoint. Becky! Ich hab nur ein halbes Herz. Du kannst dich einmal resetten, dann hast du wieder volles. Ich hab wieder volles Leben. Geheilt. Guck mal, wie guter Arzt Maudado ist. Ja, ja. Das ist meine Praxis. Willst du etwa sagen, ich bin ein Tier? Nein, ich kann ja auch Menschen behandeln. Du bist eine Katze. Ja, ich habe eine Praxis nur für Katzen. Alter, die Katze sieht einfach aus wie so einer von, ja, vor allem von diesen Rabbits. Guck mal, vor allem hinten dran habe ich Giftfläschchen. Maudado. Was ist das hier für ein schrecklicher Ort? Ja, was mache ich denn mit der Katze? Warum haben alle Katzen Totenköpfe als Augen? Ja. Hey, du selber hast doch auch Totenköpfe als Augen. Hier ist alles gestorben. Hier ist bestimmt Gift ausgelaufen. Oh nein, die Katze isst uns. Nein, Maudado, Hilfe. Maudado, rette uns. Die Katze isst uns. Oh. Ich bin Katzenarzt. Ich rette euch. Nein. Oh nee. Ich muss hinterher. Der hat mich gleich verdaut, die Katze. Hm. Leute, chillt doch mal. Ach, Maudado ist geflohen. Ja, ihr müsst nur rausgehen. Aus dem Darm. Warte, wo bist du? Ah, hast es fast. Oh Gott. Langsam kriege ich hier Panik. Oh, geschafft. Hallo? Wo bin ich hier? Oh Gott. Horror. Ist das? Oh Gott, das ist ein Katzenhintern? Nee, das ist ein Mund. Das ist ein Mund. So. Oh Gott. Ach nee. Maudado. Ich muss so husten oder niesen oder. Oh, und ich krieg nie schnell genug mein Mikro gemutet. Alter, die Katzenaugen finde ich aber hier cool. Bei der Katze, die uns isst. Ja. Ich hab auch echt einen weit geöffneten Mund. Kreativ ist es. Ach stimmt, ich muss noch bewerten. Sprünge sind okay. Und die Optik ist auch bewertet. Gut. Ja. Da. Warte. Machen wir noch eine zweite Map. Du darfst dich auch vom Namen aussuchen, okay, Osaft? Okay.
Hier, warte, habe ich schon gespielt. Vampir-Mongos, Maudado? Vampir-Mongos will ich. Okay, direkt First Try die richtige Map gefunden. Ja. Oh Gott. Oh nee. Alter, Mann, das wird schon breit. Eine Vampirpuppe. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Ja. Das bin ich. Das ist nicht, Maudado ist nicht mehr lauchig, der war Pumpen. Ja. Maudado hat Drogen genommen, der ist jetzt breit. Bauzeit 8 Stunden, Leute. Dem Maudado. Ja, natürlich, 8 Stunden. Ja, steht hier, 8 Stunden. Ja, wir alle Maps. So schreiben sie bei uns ein. Die Katzenmap hatte 6 Stunden. Ach so, okay. Den Maudado, den du da siehst, habe ich in The Binding of Isaac gepixelt. Du kannst dir das Pack downloaden. Alter. Hallo Maudado und, Maudado, ich und ein... Checker, wird da gleich den Checker. Hallo Maudado, ich und ein paar andere haben eine kleine Map für dich gebaut. Bauzeit etwa 8 Stunden. Viel Spaß. Es gibt 2 Secrets, Leute. So, hier warte ich mal lieber wieder auf Maudado. Ja. Bestimmt war Checker schon eins davon. Ach, da ist schon Checker dran. Machen ja. Mittlerweile aber wirklich viele. Ich hatte auch einen in den Kommentaren, der hat gemeint, kannst du bitte aufhören, sowas Doofes wie Checker oder Checky zu sagen. Ach man. Leute, gerade weil es so doof klingt, ist es doch witzig. Checky ist doch cool. Richtig. Oh nee. Ach, das war. Was war das denn bitte? Ich bin durch den Teleporter gegangen und runtergefallen. Ja, dann musst du doch hin. Ja, aber ich bin runtergefallen, Maudado. Da. Ich wurde irgendwie von dir runtergeschubst oder so bestimmt. Ach, in 1.9 kann man jetzt auch schubsen, aber hier geht es glaube ich noch nicht. Geht das wieder? Ja, in der 1.9 schon, aber hier noch nicht. Ach, so richtig cool, natürlich Maudado immer umher, wenn er AFK geht. Ach, das war richtig schlimm früher auf die Minecraft-Server. Du bist irgendwo AFK gegangen und dann irgendwo anders wieder rausgekommen. Hallo. Winterkeicher, ich habe den Jump-Boost mitgenommen. Alter, Hacker. Ich hab die Steinplatten übersprungen. Was braucht man denn sogar? Nee, oder? Wo überhaupt hin? Halt die Frage, ne? Also, darauf kommt man mit dem Jump-Boost. Ja, das wäre schon irgendwie komisch, ne? Zack. Wäre es? Ja, warum hat er dann die beiden Druckplatten eingebaut? Hier kriegt man oh nee, Leute, überspringt die Druckplatte, die da oben ist. Also auch die musst du drauf, aber. Wie kommt ihr da hoch? Ach, wir haben einen Jump-Boost. Ach so. Auch die Druckplatte drauf sollte man nicht. Ich glaube, das ist auch die Mechanik, dass man da nicht drauf soll. Warum macht denn da, wenn man auf der Druckplatte ist? Kriegt man einen Wither-Effekt. Darf man auf die andere drauf oder kriegt man den da auch weg? Ja, kriegt man da auch, glaube ich. Ja, die kann man überspringen, den Block komplett. Ja, ja. Okay, aber nicht ins Portal. Das Portal ist falsch. Okay. Ja, das Portal bringt einen. Da war man ja schon. Bei dem Portal. Ja. Ach, da kam er ja her, stimmt. Hä? Übersehen wir was vielleicht? Nein. Warum ist da unten ein Portal? Unter uns. Ach, man muss da rund unten reinfallen. Ach, da muss man bestimmt rein, ja. Aber das ist richtig komisch gemacht. Oh nee, was, ich treffe das doch nie. Ja, ich auch. Oh, hab's getroffen. Nicht getroffen. Ich hab's getroffen. Ich kletter mit dem Jump Boost einfach rückwärts. Ui. Hä? Sicher, dass man das nehmen muss? Achso, da sind rote Blöcke außenrum. Ich bin einfach gelaufen. Ich muss hier warten, ich komme nicht mehr zurück, ich bin ein Portal zu weit gegangen. So, wo muss ich jetzt hin? Durch schwarze Portal? Ja, einfach durchs Portal weiter. Und dann hast du hier einen Checkpoint. Checky. Zack, zack. Hey, ihr seid da schon durch? Ja. Darfst du nicht da rein in das Loch? Ich bin irgendwie daneben aufgekommen und konnte laufen. Ich wurde nicht weggeportet. Bin weggeglitscht. Und dann bin ich einfach in das Ding reingerannt. Ah, ich hab's auch geschafft. Also das mit den Zähnen ist aber cool. Naja. Tom hat ziemlich lange Zähne. Warten wir hier mal auf Tom. Richtiger Hamster. Ein Vampir, hallo. Stimmt. War echt ganz schön lange Gerede da. Reißzähne. Ich werde immer resettet, auch wenn ich's treffe. Ja, das hätte ich auch. Ich habe einfach nach meinem dritten Mal hat's geklappt bei mir. Ach, ich bin schon beim 10. Mal. Hä? Wie soll das gehen? Keine Ahnung. Ja, wir kommen hier eh nicht weiter, Tommy. Ich bin durch. Hä? Wie? Ja, Leute. Heck. Hä? Ich kann hier nicht mehr vor. Wenn ich hier einen Schritt vorgehe, werde ich gepackportet.
Ihr müsst durch die Zähne springen, da dürft ihr nicht rüber. Das ist so, so ein kleines Loch und das wird als Fehlsprung gewertet. Ach, man darf die roten Blöcke betreten. Alter, ich habe das Secret, der Erbauer. Weiter Erbauer, das heißt, den ersten Erbauer haben wir übersehen. Ah, Zombie kommt, oder? Ja, perfekt. Ja. Wir haben erst gedacht, man darf die roten Blöcke nicht berühren, weil es wieder wie bei Famos Map. Gut. Aber man darf die berühren. Nein. Der Cracker und ich standen einfach davor und haben uns nicht weitergetraut. Ah, und dann lande ich in O-Saft. Hallo, Mauder, guck mal hier, ich habe das Secret gefunden, eins. Warte, ich schaff das nicht hoch. Das ist ganz unauffällig. Meinst du es da unten? Hä? Okay, warte, wo ist denn das Secret? Das hier, Secret. Das Portal. Das ist Secret, das habe ich... Das ist hä? Okay. Hä? Ich glaube, Osaf hat mich gerade getrollt. Das habe ich vom Spawn sogar ausgesehen schon. Ja, Secret, Leute. Es gibt ein neues Secret, Alt-F4, hat jemand gerade in den Chat geschrieben. Geil, oder? Ja, drück mal Alt-F4. Alter, den hier finde ich cool. Hä? Ich werde zurück weggeportet, wenn ich ins Secret gehe. Warum? Ja. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ach, Mann, da steht nur ein... Alter, als ob. Wir haben eine Enderperle. Alter, oh. Ziel werfen. Das ist ja richtig getroffen. Cool. Wirf zum Ziel, Osa. Wirf direkt zum Ziel. Okay. Ich weiß nicht mal, wo das Ziel sein sollte. Wo kriegt man denn die Enderperle? Na, nach dem Wintercracker. Ach so, Wintercracker. Ja. Ach so. Wintercracker steht ja auf Gummi. It's a prank. Ja, Pranky. Pranker Cracker. Okay. Und jetzt? Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Warum bist du ein bisschen. Oh. Pecky? Ach, Falldown, Getdown, ich hasse Mordado. Das. Ach, das finde ich richtig cool, sowas. Ja, aber ich kann. Irgendwie alle außer Mordado finden das cool. Ja, weil das immer so ewig braucht. Irgendwie. Ja, aber ich finde die ganze Zeit cool. Hä? Man lernt den Weg auswendig. Ja, das ist doch richtig doof. Nee, ich finde das cool, Mord. Man lernt das auswendig lernen. Ja, Mordado. In der Schule habe ich das gehasst, aber in Computerspielen finde ich das toll. Ich finde das auch immer cool, wenn man. Deinen Fehlern lernt, Mordado. Nee, ja, aber das sind ja keine Ahnung, das sind einfach. Mordado, du wusstest es nicht davor nicht. Fehlern. Fehler. Nee, nehmen wir doch, du siehst es ja direkt, du siehst es ja alles auf dich zukommen eigentlich. Ja, ich bin vielleicht. Das ist ja dein so Problem, Mordado, dann bist du ein schlechter Autofahrer, wenn du nicht schnell genug reagieren kannst. Ja, normalerweise in meinem Auto falle ich nicht nach unten. Ja, Mordado. Ja, noch nicht, Mordado. Das ist die Zukunft, meinst du? Ja. Ich meine, warum. Oh Gott, WTF, was ist das für ein. Uiuiui. Das erinnert mich an hier. Happy Wheels. Mich erinnert das an Flash. Ach man, ich hab die ganze Zeit jetzt einen Weg probiert, der überhaupt nicht funktioniert. Hä? Ich war auf dem blauen Block. Muss ich da irgendein Wasser erwischen irgendwo? Ja, nein! So. Nein, der ultimative Prank. Wie kommen wir hier weiter? Ach, das ist ein Portal. Okay, interessant. Leute, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was hier gerade in dieser Map passiert. Ja, wir springen. Vampire? Wo sind hier die Vampire? Hey, kommt bestimmt. Ich war ein Vampir und du warst auch ein Vampir. Ja, aber okay. Hey, Mann, ich weiß gar nicht, was du hast, ne? Naja, wir springen halt. Passt ja, aber ich muss sagen, es verwirrt mich trotzdem. Und vielleicht einfach so dumm. Irgendwie schaffe ich aber das blöde Jump'n'Run, also diesen Sprintweg nicht. Ja, habe ich auch ein paar Versuche gebraucht. Hä, hey, Wintercracker, du wartest echt wenig momentan. Hä? Ich war die ganze Zeit einen Checkpoint weiter als ihr. Ich war an dem Checkpoint, habe auf euch gewartet, bin einen weitergekommen und da endet die Map. Ja, schon wieder ganze Map. Da guck mal, hier ist ja noch ein Checkpoint mehr. Ja, an dem habe ich gewartet auf euch. Und dann habe ich einen Checker weitergeguckt. Ja, immer einen Checker weitergeguckt. Leute, ich komme nicht weiter. Hä? Oh Gott. Gott. Oh nee. Was geht denn das? Hä? Du hast richtig weit geguckt, Wintercracker. Hä? Wenn man fällt da runter, dann ist die Map vorbei. Nach dem Portal. Danke fürs Spielen unserer Map. Erstens, Erbauer Domi Dibus. Erbauer Mine Klemi. Ich hoffe, dass du bissig. Hä? Bissig, blutig, gesund bleibst, Mordado. Du bist ein Vampir, Mordado. Ach so. Alter, ich hab's geschafft. Ach da.
Oh Gott, wo bin ich? Ja, eine, der zweite Zahn von, der Vampirzahn von dir ist halt und ein Portal geworden. Gefunden. So, warte, wo ist O-Saft? Kommen wir hier wieder raus? Nein. Na, ist er nicht. Ja, also Leute, auch nicht. Sucht mich mal. Ich habe mich hier irgendwo auf der Map versteckt. Ach, du bist beim Schnellrennen. Oder? Ja, bin ich schon hinter. Die Secrets sind die Erbauer. Ah, da ist er. Ja, zwei Secrets, zwei Erbauer, Leute. Alter. Mordado? Komm mal ein bisschen weiter nach oben. Ja, aber ich bin hier gerade bei Ose. Nein. Aber guck mal, hier ist der Firing Malaser. Ja, aber der ist im Getdown, deswegen finde ich den nicht cool. Oh. Ach, der Getdown-Hater. Aber der ist sogar auch ein Vampir, der hat auch Vampir-Zähne. Aber ich habe gehört, als nächstes Video machst du eine Runde Laser-Tag. Oh, da habe ich tatsächlich schon mal eine aufgenommen. Echt? Aber wenn du willst, können wir noch eine machen. Oh Gott, was bin ich da? Das hat mir ja richtig viel Spaß gemacht. Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Mir ist aber irgendwie traurig, Leute. Ich schaff das noch. Ja, du bist ja knapp vom Ende. Ja, ich möchte unbedingt mal das Video länger machen, habe ich das Gefühl. Ja. Geht mal zum Ende nochmal. Weil also Osaft ist auch gleich da. Wir können mit Osaft. Dann gehen wir mit Osaft. Okay. Oh, okay, perfekt. Diesen Sprung. Da bin ich vorhin runtergefallen. Jetzt hast du es. So, das guck mal Genie, nach oben, der Bus. Oh, das Bus? Ist das zweite Secret. Da ist noch ein Zombie. Hallo. Alter. Du hast den verkehrt auf dem Hals. Wow. Okay, naja, war gut. Ja, ich habe auch gut gegeben. Oder okay. Sehr gut. Bewertung abschließen. Ja gut, Leute, dann war's das mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei den anderen vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.